So, Renntag, Kinders. Ich wollte eigentlich vorher noch was gesagt haben. Ich habe es aber nicht mehr geschafft. Die haben mir die Startgruppe vorgezogen. Und ja, jetzt geht's los. Danke. So, jetzt sind wir aus dem Camp gestartet und ich radel jetzt zur ersten Stage. Die war hier direkt an der Burg gelegen. Wir sind die gestern Abend noch kurz gefahren. Puh, ich bin jetzt ein bisschen in Stress gekommen. Und der Junge, der unseren Transponder oder meinen Transponder aktiviert hat, der hat mir noch geholfen, mich anzuziehen. Ich bin einfach nur mit der Protektorjacke übergezogen, ohne Shirt, ohne alles, dahin. Ja, waren halt 10 Minuten, die mir gefehlt haben. Ja, jetzt geht's los. Oh, ich muss Strava noch aktivieren. Sonst weiß das Internet nicht, dass ich hier war. Das ist so eine App, mit der ich meine Touren tracke. Start. Genau. Ja. Hui! Ach, ein paar Treppen fahren hier. Bloß keine Vorderradbremse ziehen. Sonst gibt das einen Satz neue Zähne. Oh, durch. Erste Stage überlebt. Jetzt haben einen langen Weg, einen Berg hoch zur zweiten Stage. Ja, jetzt fahren wir hier erstmal gefühlt eine Stunde lang den Berg hoch. Und ja, wahrscheinlich werde ich nachher auch sehr viel schieben. Ja, das ist halt dieses Enduro-Fahren, ne? Also du fährst nicht einfach nur stumpf den Berg runter, sondern du musst halt auch die Transfers zu den anderen Stages halt in Eigenregie fahren. Aber der Ausblick ist halt mega geil und entschuldigt hier einige Strapazen. Puh, Kinders. Nicht so easy hier. Jetzt blinkt die rot, oder? Blinkt rot, ja. Ja. Alles gut, du kommst dann nach mir, ne? Also wenn was ist, einfach hupen, ne? So, Appel haben wir geschafft. Jetzt ist Stage 2 dran. Anderthalb Minuten, sagt der, oder anderthalb Kilometer? 1,5 Minuten. Okay, Mann. Bisschen steinig hier. Aber ich habe schon gedacht, ich habe mich verfahren. Ja. Alter! So, Junge! Überleb mal! Ich bin mehr Skateboard gefahren als Fahrrad, ey! Eine schöne Stage, oder? Jetzt geht's erstmal nur bergab. Und dann haben wir auch schon grob die Hälfte für heute hinter uns. Jetzt die nächste Stage ist bekannt, die danach auch. Und dann fahren wir nochmal die Prolog-Stage von gestern, das wird jetzt die 5. Ja, jetzt wird auf jeden Fall nochmal spaßig hier. Danke schön. Hau rein, viel Glück. Danke. Steine. Thank you.
Polster. Ach, scheiße. So, auf Stage 4 geht direkt nachlos über. Ich glaube, das waren jetzt nur so 300 Meter, die wir gefahren sind, ne? Gefühlt. Ja. So 200. Helm gar nicht ausgezogen, ey. So, Arme, Beine, Hände, langsam alles tot. Aber es geht auch den anderen so. Jo, danke. So, los geht's. Die Mühle. Oh. Ekelhafte Scheiße. Machen wir kurz mal 5 Minuten Pause oder was? Ja, guck mal. Nico, bin ich am Filmen? Guck mal. Ja. Okay. Hat der gerade einen Stock aus seinem Bein geholt? Ich glaube ja. Krass. So, Prolog-Stage noch einmal, weil es so schön war. Einholen. Ist der Schluss? Alles klar, danke. Wurzeln. Alles gut, alles gut. Kenne ich von gestern noch die Ecke. Okay. Danke dir. Oh, fuck. Das war schlimmer als der Prolog. Ja, wir haben jetzt fünf Stages hinter uns. Davon war eine auch die Quali-Stage von gestern. Ihr habt es ja gerade gesehen, lief jetzt nicht unbedingt viel besser. Aber die Beine sind halt auf. Und ja, es ist dann halt irgendwie, wenn du 3-4 Mal hingeflogen bist, dann bist du auch geistig irgendwie nicht mehr in der Lage zu ballern. Du hoffst halt einfach nur, dich nicht zu verletzen. Und den Spaß nicht zu verlieren, aber jetzt ist halt ganz cool, wir chillen hier so ein bisschen. Hier vorne kommen die Jungs aus der Stage da. Und wir sitzen so ein bisschen hier und trinken was. Und dann machen wir uns auf die nächsten zwei Stages, wovon wir ja keine mehr kennen. Das sind jetzt auch zwei unbekannte Stages, aber glaube ich nicht mehr so lang. Und dann sind wir auch durch für heute. So, die vorletzte Stage für heute. Ne? Gleich? Sonst fahre ich wieder. Fahrst du mal runter? Das machst du nicht freiwillig. Nee. Passt. Danke.
eine. Ach Gott. Jo, das war eklig, oder? Also, die Gegenanstiege, vor allem, weil sie so unerwartet kamen. Ich war immer im Beschiss. Du bist vorne drauf und voll schnell und dann plötzlich... In der einen, das war eine Senke unten. Ich wollte geradeaus fahren. Ja, wir sind alle geradeaus gefahren. Oh, fuck, ey. Ja, nur noch eine, haben wir es für heute. Ja. Boah, Leute, ey. Ich bin durch. Eine Stage noch. Es ist jetzt schon schwer, sich überhaupt auf dem Fahrrad zu halten. Ich meine... Vielleicht, manch einer kann sich das vielleicht vorstellen, wenn die ganze Zeit irgendwie unter Spannung ist, selbst in der Uphill-Passage. Man ist ja, die Beine sind nur unter Feuer und selbst wenn du nicht mehr fährst, sondern dann noch schiebst im Transfer oder halt jetzt wie gerade auch in der Stage, die Beine sind einfach unter Feuer. Aber ich habe es gerade zu den Jungs auch gesagt, ich meine, ey, Leute, zieht euch den Ausblick rein, wie geil das ist. Aber es ist wie im CrossFit. Die Stages an sich, das Fordern macht natürlich keinen Spaß, aber der Moment danach, wie jetzt gerade hier, dass auch alle dasselbe durchmachen und fühlen, das schweißt irgendwie zusammen und das ist halt dieser Community-Charakter, wie halt auch im CrossFit. Ja, und das ist halt irgendwie auch so, ja, viele Parallelen auf jeden Fall. Ich mache dazu auch nochmal ein Video. Gerade fehlen mir so ein bisschen die Worte. So, Pat und Nico. Woo! Ihr müsst auf Daniel warten, der wollte sich oben nochmal 2 Minuten mehr Rest gönnen. Ja, wir können die Aussicht was genießen. Ich bin voll durch Flatterband bei der Linkskurve. Ich bin nicht links gefahren, ich bin geradeaus weiter. Ich auch. Nico auch. Ja, wie ist der Maus? Ich bin so im Eimer, ey, das ist so anstrengend. Das glaube ich. Aber wir alle sind kaputt. Ja, alle. Ja, wenn ihr auch einen ganzen Tag hier steht, ist ja auch nicht so easy, ne? Ja, 3 Stunden schlafen oder so. Ach, scheiße. Okay. Stecken werde ich nicht. Einen schönen Restsonntag, ne? Ja, los geht's. Auch nicht. Auch nicht cool. Egal. Haben wir es für heute. Ach scheiße, warte mal, ist irgendwo hier drunter. Danke dir. Bier! Ich brauche Bier! Ich weiß nicht, wo die Zeit genommen wurde. Nico. Kann auch sein, dass die Zeit viel schneller genommen wurde und ich gar nicht drüber kam. Komm Nico! Wir werden jetzt die Klamotten los, dann gehen wir uns was zu trinken holen. Und jetzt nochmal schön gemütlich über den Park hier. Und dann gleich erstmal Klamotten loswerden. Duschen. Bierchen knallen auf 2. Der merkt gar nichts mehr. So Leute, Gegenlicht und ist jetzt vorbei, jetzt können wir uns endlich wieder melden aus dem Auto heraus. Wochenende ist vorüber, also eigentlich, ich habe jetzt noch die letzte lange Stage vor mir, das ist dann die nach Köln zu kommen, 700 Kilometer. Vorher fahren wir noch nach Stuttgart, Daniel absetzen und
Dann geht's ab nach Hause. Ja, kurzer Abriss vom Wochenende. War wieder eine mega Erfahrung. Ich meine, mega. Mega. Ja, wie Wipperfürth halt vorher auch schon. Viele Eindrücke gesammelt, viele Bodenproben genommen, einen Baum umarmt. Viel Mineralien ausgeschwitzt. Genau. Ich habe auch einmal so eine Matratze, so eine orangene umarmt. Ja, ja, das auch. Die sah so gemütlich aus, habe ich mir gedacht, ich fahre mal gegen und lehne mich an. Mhm. Ja, wir sind geschafft. Es waren jetzt ungefähr heute 1000 Höhenmeter. Und die haben uns angelogen, ne? Die haben gesagt, es sind nur 800. Das stand, ja, ja. Ja, die Penner, ey. Ja, wären es zu Hause gewesen, wäre ich auch nicht mitgefahren. Nein, das war ganz geil. Also, ihr habt es ja im Video gerade wahrscheinlich auch gesehen. Es ist, man muss auch dazu sagen, es kommt in den Videos, wir haben die gestern Abend noch ein bisschen gesichtet, es kommt so ein bisschen langsamer und flacher vor. Es kommt halt nie ein GoPro drüber, nee, wie steil das ist. Nee. Die ganzen Wurzeln und Steine sehen auf GoPro aus wie Schotter. Ja. Das muss man mal selber fahren. Ja, wir waren überrascht, weil du warst letztes Jahr auch nicht in Aschau. Nee, ich war auch, ich halt auch nicht. Und wir haben halt so die YouTube-Videos von letztem Jahr gesichtet und dachten uns, okay, komm, wir fahren hier ein bisschen über Schotter, ein bisschen über Stock und Stein. Es war da doch ein bisschen anders, ein bisschen härter. Und ich bin froh, mit Protektorjacke gefahren zu sein. Wir haben auch 4 neue Stages gemacht. Ja, sonst hätte das heute auch ein bisschen anders ausgesehen. So, aber das war es eigentlich jetzt von dem Wochenende. Ich brauche gar nicht mehr viel zu erzählen. Ich mache da demnächst nochmal ein einzelnes Video zu. Und jetzt gilt es erstmal nach Hause zu kommen und morgen vernünftig auszuschlafen. Und erstmal zum CrossFit. Und zum CrossFit wieder, ja. Ich werde schon hart vermisst. Sascha vermisst dich schon. Sascha vermisst mich. Ich denke auch, schöne Grüße, Sascha. Und schöne Grüße an Nico und Paddy. Das waren die anderen beiden, die uns begleitet haben. Unsere Kumpels waren. Wir haben uns so gegenseitig immer so ein bisschen gebettelt. Ey, du warst da eine Sekunde schneller auf der Stage und ich war da 3 Minuten langsamer, weil ich da einen Baum umarmt habe oder so. Ja, so, Haken an den Tag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und lasst mir ein Abo da, ein Like oder einen Kommentar, falls ihr auch in Aschau wart. Schreibt es mal drunter. Und ja, wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ja, genau. Ciao, tschüss zusammen. Hey? Nico? Nico? Das ist ein Nico, ja, der ist heute mit einem falschen Huf aufgestanden. Komm. Ja. So, mein Freund hier. Jo. Kleiner Nico. Mein kleiner Nico. Coole Friese, Nico. Hier so.